15 Uhr Training ist, dann ist er um 14.30 Uhr schon in der Halle im Training. Also auf ihn kann man sich immer verlassen. Der weckt mich immer pünktlich zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Also wirklich, auf dich ist immer 100% Verlass. Und Alex ist immer so der, der sagt, oh, Igor, wir haben noch ein bisschen Zeit. Der ist für mich immer der Ruhepol. Der bringt mich immer zur Entspannung und sagt dann, wenn ich dann mal überdrehe und noch zu früh los bin und gefühlt schon fast eine Stunde vor dem Training da bin, dann hält Alex mich zurück. Und das braucht es auch, mein Gegenpol, brauche ich auch immer. Wir ergänzen uns da recht gut. Auf jeden Fall. Ich komme halt eher auf den Wettkampf und sage dann so, ja, ich habe noch 3 Kilo, 4 Kilo drüber, alles easy, schaffe ich. Ja, Alex ist immer sehr entspannt. Wenn er da ankommt, dann hat er sich teilweise gefühlt noch gar nicht die Woche auf die Waage gestellt. Und ich bin dann doch schon so, haha, und dann, wie, du gehst noch mal frühstücken? Das würde ich mich jetzt nicht mehr trauen. Alex schafft es immer auf dem Punkt, topfit zu sein, wenn es sein muss. Ist sonst eigentlich eher der entspanntere Typ, aber wenn es drauf ankommt, ist er immer da und hat auch gerade im Boden, ist er eine absolute Sau. Und die Dinge, die er im Stand dann manchmal nicht hinkriegt, weil er nicht weiß, wer den geknackt kriegt, die macht er dann einfach, wenn er einen überlegenen Gegner hat, im Boden weg. Und ansonsten lässt er sich nie einfangen, ist quirlig und bringt die Gegner regelrecht immer zur Verzweiflung. Igor hat einen sehr starken Willen, also er kämpft ums Überleben, immer mit dem Kopf durch die Wand, wie man das immer sagt. Und Igor ist mega fleißig und geht immer 100%. Bei mir ist meist eher das Problem, ich liege zurück und muss noch Punkt werfen, sonst wird es nicht. Ja, im ersten Kampf auf jeden Fall. Im ersten Kampf muss ich immer einfinden und wenn ich weiß, dass es nicht gleich ab der absolute Burner ist, dann lasse ich mir gerne mal ein bisschen einkämpfen und ja, ein bisschen mehr Risiko, oder? Also, das ist, hat sich meist so das Übel, dass sich das ergeben hat, dass wir müssen. Ja, genau. Wir haben auch kein Problem damit, wenn wir ihn mal sauber abbocken können. Auf jeden Fall nicht.